Hallo, willkommen zurück. Wir wollen uns Signalbeschreibungen anschauen, denn wir haben bisher ja mit Signalen gearbeitet, aber wir haben eigentlich immer mathematische Funktionen dafür verwendet. Und das Problem von mathematischen Funktionen ist, die sind nicht immer technisch sinnvoll. Also nehmen wir zum Beispiel das schöne Signal x von t ist gleich t Quadrat. Wunderbar. Das Signal ist erstmal definiert von minus unendlich bis unendlich. Also eine ziemlich lange Zeit. Technische Systeme haben wir wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Der Wertebereich geht von 0 bis unendlich. Also auch der Wertebereich, wenn wir irgendwie denken, das hat was mit, das ist eine Spannung oder eine Temperatur oder so, ja, ist nicht wirklich praktikabel. Also es wird einfach ja, zu groß. Wir müssen das Ganze etwas zurechtschneiden. Also was wir brauchen ist, wir brauchen irgendwie eine zeitliche Beschränkung und dadurch auch eine Wertebeschränkung von dem Ganzen. Und was uns dabei hilft, ist die schöne Funktion Einheitssprung, Sigma von t oder Sigma von n. Die werden wir ganz lieb gewinnen in den nächsten Minuten, in den nächsten Vorlesungen, denn die wird ab jetzt überall auftauchen. Wie funktioniert das Ganze? Schauen wir es uns einfach mal gemütlich an. Ja, so geht's los. X von t ist t Quadrat. Das ist meine Funktion, die hier ja, Richtung unendlich geht. Unbeschränkt. Jetzt wäre es schön, die ein bisschen zu verkleinern. Also vielleicht möchte ich gern sowas haben wie die rote Funktion. Also wir haben ja zum Beispiel hier schalten wir unser Labor ein. Ja, bei t gleich 0, weil da schalten das Labor ein. Da geht es erst los. Und was wir machen können, um das zu erreichen, ist, wir multiplizieren unsere Funktion mit einem Sigma von t. Ich werde gleich genau noch erklären, warum das so funktioniert, aber Multiplikation mit einem Sigma entspricht einer Signalschere, die links abschneidet. Also das Sigma, der ist ja im Negativen, ist der immer 0. Also wir multiplizieren hier im Negativen mit einer 0. Und darum kommt hier immer 0 raus. Und auf der positiven Seite, wo das Sigma 1 ist, da bleibt die Funktion so, wie wir das vom t-Quadrat kennen. Wir können das auch noch verschieben. Also wenn wir mit Sigma von t minus a multiplizieren, dann schneiden wir links von a ab. Ja, also kann ich mir jede Stelle aussuchen, an der ich abschneiden möchte. Auf der anderen Seite können wir es auch machen. Also wir wollen jetzt hier das Labor erst bei t gleich 0 anschaltet, dann geht das Signal rauf, parabelförmig, und dann bei t gleich 1 hier da wieder alles aus. Hier ist an, hier ist aus. Gut, kurzes Signal. Wie erreichen wir das? Wir können nochmal multiplizieren mit Sigma von 1 minus t. Und wir werden das gleich sehen. Ich zeige das nur mal ganz kurz hin. Also der normale, der Sigma von t, der ist ja hier mal 0 und dann Sprung nach oben auf die 1. Wenn ich jetzt einen Sigma von, ich mache jetzt einfach nur mal minus t, mache, dann ist ja alles um die y-Achse gespiegelt, also der ist 1 hier und der ist 0 dort. Okay, also da sehe ich, dann ist genau andersrum, dann schneide ich rechts ab und links bleibt stehen. Gut, es geht eigentlich immer darum, wann dieser Term hier drinnen, wann der gleich 0 wird. Ja, t und minus t, die werden beide an der Stelle 0 gleich 0. Das heißt, wir haben hier unseren Sprung.
Ja. Also immer wenn die Klammer, wenn die 0 wird, da ist der Sprung. Und bei einem positiven t, also bei plus t, geht der Sprung nach oben. Bei einem minus t geht der Sprung nach unten. Und jetzt kann ich noch diese Varianten machen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, 1 minus t, wann wird es 0? Bei t gleich 1. Ne? 1 minus 1 ist 0. Also bei t gleich 1 habe ich den Sprung und ich sehe, da ist ein Minus vor dem t, also geht der Sprung nach unten. Also die Funktion, wenn ich sie ganz alleine mal nur zeichne, Sigma von 1 minus t, die hat einen Sprung bei 1 und zwar einen Sprung nach unten. Das heißt, ich komme von oben und dann geht es runter. Ja? Und das bedeutet jetzt ganz genau, wenn ich das mal hier in grün mit reinzeichne, also ich multipliziere ja mit dieser Funktion. Ich multipliziere hier mit einer 1, da passiert gar nichts, bis an die Stelle 1 und dann springe ich nach unten und ab da multipliziere ich mit 0. Das heißt, ich schneide rechts durch die Multiplikation mit 0 alles ab der Stelle 1. Ja, also das sind die allgemeinen Regeln, wie ich links und rechts das Sigma als Signalschere verwenden kann. Ja, wir schauen es gleich nochmal im Detail an. Also wenn ich das nochmal hier so rausbreche, genau, Sigma von t sieht so aus. Hier links ist es 0 und da ist es so, dass hier ein f von t mal Sigma von t ist gleich f mal 0 ist gleich 0. Ja, also hier habe ich immer eine 0 auf der linken Seite und auf der rechten Seite habe ich f von t mal Sigma von t und da ist ja mein Sigma 1. Also da steht f von t mal 1 und das ist f von t. Also im grünen Bereich merke ich nichts von meiner Multiplikation mit Sigma. Ja, da macht es keinen Unterschied. Und im roten Bereich, da wird immer eine 0 daraus. Da ist es egal, was ich für eine Funktion habe, da habe ich immer eine 0. Da ist mein Labor ausgeschaltet. Und ebenso ist es andersrum. Wenn ich hier Sigma von minus t habe, dann ist das Ganze gespiegelt, dann ist meine Funktion f von t hier links wird erhalten, na, f von t mal Sigma von t ist das gleiche wie f von t im grünen Bereich links und hier f von t mal Sigma von t im roten Bereich ist 0. Ja, da schneide ich rechts ab. Kleine Konvention macht jetzt im Moment auch keinen Unterschied, aber an der Stelle 0 selbst, an der Sprungstelle, haben wir den Funktionswert 1,5. Das werden wir nachher nochmal, ja, wenn es in die Details geht, brauchen, aber meistens integrieren wir ja nur über die Funktion, also ist auch egal. Jetzt gehen wir nochmal ins Diskrete. Im Prinzip die gleiche Funktion. Ach so, nein, zuerst machen wir nochmal die Verschiebung mit. Also hier war Sigma von t, Sigma von minus t. Jetzt mache ich eine kleine Verschiebung rein. Also ich kann jetzt hier anschauen, hier wann wird der hier gleich 0 bei t gleich 1. Dann steht nämlich 1 minus 1 in der Klammer. Da ist der Sprung. Ich habe ein plus t hier stehen. Plus positives t, also Sprung nach oben. Im anderen Fall hier unten 1 minus t, wann wird das gleich 0? Natürlich auch bei t gleich 1, aber ich habe ein Minus davor stehen, also Sprung nach unten. So sehen die beiden aus und natürlich kann ich auch mit Multiplikation mit den entsprechenden Sigmas links und rechts von der Stelle 0 abschneiden. Gut, jetzt nehme ich das Ganze rüber ins Zeitdiskrete. Und erstmal sieht alles eigentlich genauso aus.
wie im Zeitkontinuierlichen. Also Sigma von n, ja, der ist immer 0 im Negativen und dann an der Stelle 0 springe ich auf die 1 hoch und da bleibe ich dann auf der 1. Also genau so, wie wir uns das Ganze vorstellen würden. Jetzt, wenn ich mir den Sigma von minus n anschaue, dann ist aber etwas vielleicht ein bisschen merkwürdig, denn das ist ja noch gleich. Wir sind hier immer auf der 1 und wir sind hier immer auf der 0. Was aber im Kontinuierlichen passiert, wenn wir kurz nochmal raufschauen, hier springen wir direkt an der 0 nach unten. Und im Zeitdiskreten ist es ja eigentlich auch so, dass wir hier an der 0 nach unten springen, aber wir sehen es erst, also hier wird das Kontinuierliche runtergehen, wir sehen es erst bei n gleich 1, dass wir unten sind. Dadurch bekommen wir in den Formeln oft einen Unterschied. Ja. Wir werden es nachher nochmal kurz dann im Beispiel sehen und auch in den Übungsaufgaben. Darauf ist zu achten, dass ich quasi in beiden Formeln, ja, sowohl in Sigma von n als auch in Sigma von minus n, habe ich hier an der Stelle 0, habe ich hier den Funktionswert 1. Das heißt, ich bekomme mit den beiden, bekomme ich keinen nahtlosen Übergang hin. Vielleicht am explizitesten sieht man es, wenn ich schreibe Sigma von n plus Sigma von minus n, also die beiden Signalscheren addiert, die würden so aussehen. Ich bekomme vom Sigma von n bekomme ich links nur Nuller, aber vom Sigma von minus n bekomme ich hier einen Einser, also hier habe ich lauter Einser. Auf der rechten Seite habe ich auch nur Sigma von n, also das sind lauter Einser. Aber hier an der Stelle 0, da bekomme ich den Wert 2, denn dort sind beide, haben beide einen Funktionswert. Ja, also wir haben hier diesen Überlapp. Wenn ich den im Zeitkontinuierlichen mir anschauen würde und ich rechne hier Sigma von t plus Sigma von minus t, dann bekomme ich hier eine durchgehende Linie. Ja, es gibt an der Stelle 0 hier gibt es kein Artefakt, kein Überschwingen, keinen besonderen Wert. Ja, also das ist der kleine, aber feine Unterschied, dass ich hier diesen Wert zweimal vergeben habe. Gut, machen wir ein Beispiel. Hier mit der Verschiebung ist natürlich wieder auch alles wie gehabt. Also wann ist n-1 gleich 0? Natürlich bei n gleich 1, n ist positiv. Also bei 1 geht es hier mit Sprung nach oben oder hier bei der 1 springe ich nach unten. Wichtig ist, wenn ich hier nach unten springe, nach oben ist, glaube ich, intuitiv, dass wir erst bei der 1 oben sind. Wenn ich bei der 1 nach unten springe, sehe ich das erst bei der 2. Ja, das ist die Logik. Also Sprung bei 1 und dann unten angekommen bei 2. Ja, das ist sozusagen diese Verzögerung, die wir da immer drinnen haben. Gut. Ich habe ein Signal für euch und vier Formeln angegeben. Welche Formel beschreibt dieses Signal? Ganz genau. Also, Nummer 3. Denn was ich auf jeden Fall habe, ist hier die Funktion
Das hier ist meine Funktion t. Ja. F von t gleich t. Einheitsgerade. Ja, hier ist mein Achsenkreuz. Das ist schwarz. Hier ist die 0, hier ist die 0. Ja, eine ganz normale Gerade. Und was ist mit der passiert? Ich habe die links abgeschnitten. Also mal Sigma von t. Das wäre jetzt die Variante 1. Jetzt ist aber mein Signal auch bei der 1 nochmal rechts abgeschnitten. Also brauche ich hier noch die Schere auf der rechten Seite mal Sigma 1 minus t. Gut. Variante 2 fällt natürlich aus, weil ich jetzt zweimal den Sprung nach oben habe. Also da schneide ich zweimal links ab. Also es passt nicht. Und hier habe ich ein Minus statt dem Mal. Also ich muss immer multiplizieren. Gut, machen wir noch ein Beispiel. Welche Formel beschreibt dieses Signal? Okay, jetzt ist schon ein bisschen interessanter. Vielleicht habt ihr es auch anders aufgeschrieben. Option 1 ist richtig. Wie kommen wir drauf? Und der einfachste Weg geht immer darüber, dass ich zuerst diese Gerade beschreibe, die hier durchläuft. Wo ist mein Achsenkreuz? Mein Achsenkreuz ist hier. Hier ist die 0. So, wie kann ich die beschreiben? Ich habe hier eine normale Gerade, die hat eine Steigung von, wenn ich 1 nach rechts gehe, geht es 1 nach unten, also eine Steigung von minus 1. Also ich kann irgendwie so schreiben, y ist gleich minus t. Und jetzt brauche ich noch den Achsenabschnitt, ja, und der ist 3 plus 3. Y ist 3 minus t. Ja, das ist diese Funktion. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, ja, nach rechts muss ich nicht abschneiden, da passt es ja genau. Alles, was ich machen muss, ich muss diesen Teil hier abschneiden. Auf der linken Seite muss ich bei der 1 abschneiden. Also mal Sigma t minus 1, also Schere links bei t gleich 1. Und schon habe ich sie dargestellt. Gut, es braucht ein bisschen Übung das Ganze, aber genau, wenn es mal einigermaßen geübt ist, dann funktioniert es sehr schön und man kann sich alle möglichen Funktionen zusammensetzen. Wir werden auch viel mit komplizierteren Signalen arbeiten, wie zum Beispiel diesem Dreiecksignal, und das werde ich im nächsten Video gleich beschreiben.